Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Heute haben wir etwas vom Malt Scotland, was gar nicht aus Schottland kommt, hat noch nie. Oh, das weiß ich nicht. Vielleicht hat es doch schottischer Boden gesehen. Tullahoma, Tennessee Bourbon Whiskey, 2011 destilliert, 2023 abgefüllt. Fassnummer MOS, Malt Scotland, 23032, 151 Flaschen mit 57,6% Alkohol. So, kostet 78,90 €. Da, George Dickel. So, das Erste, was ich, was heißt bemängeln möchte, aber erstmal, was ich zeigen möchte, ist, naja, die Labels waren schon mal ein bisschen besser hier. Ja? Also beide Seiten geht das hier ab, auch schon. Ich habe noch niemals aufgemacht. Das war ich ehrlich gesagt nicht. Klingt gar nicht so richtig, aber gut. So, also, Product of America, maltsofscotland.com. Paderborn ist das. Mehr Informationen gibt es hier nicht. Distilled, oh guck mal, da steht ganz klein, Distilled at George Dickel Distillery. Haben Sie echt die Namensrechte dafür bekommen? So, schön, Preis, wie ich sagte, 78,90 €. So, es gab schon, wow, okay, Kunstkorken, sehr, sehr gut, finde ich schön. Malt Scotland, hier haben wir das. Ich schenke hier was ein. Dickel Juice, also die Frage ist, ich vermute, ich kann nur Vermutungen anstellen. Ich kann auch daneben liegen. Hier mit meiner Vermutung musste ich hier Thomas Evers persönlich fragen, was ich nicht getan habe. Dieses Fass, ein Dickel-Fass, ist wahrscheinlich, nur wahrscheinlich, Amerika, Schottland, Deutschland gefahren. Also Fass. Ich glaube, das Fass lag dann dort tatsächlich in Paderborn. Und wurde dort abgefüllt. Ich weiß, es gab einige Fässer dann da, auch mit George Dickel Juice da drin. Und ungefähr ein, zweimal im Jahr füllt der Malt Scotland Thomas Ewer was ab. Es kann natürlich die ganze Zeit in Schottland gewesen sein, er ließ es abfüllen. Allerdings diese Flaschen und diese Labels sind hier typisch denn dafür für ihn. Und das, was die unwahrscheinlichste Möglichkeit ist, ist, dass dieses Fass die ganze 12 Jahre in Kentucky lag. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Sondern ich glaube, das Fass kam hier rüber. So, womit möchte ich es vergleichen? Ich habe hier kein anderes George Dickel, aber ich habe ein Tennessee-Produkt. Das ist 64,5%. Meine Kalibrierungswhisky. Jack Daniel Single Barrel Barrel Strength Tennessee Whiskey. Und wir haben hier tatsächlich abgefüllt am 24. Februar 2022. Wir haben hier Barrel House 2-11. Ja, und ich habe Fassnummer 22-02040. Ja, das ist alles, was in Information da ist. Rate mal, welche Abfüllung günstiger ist. Ihr habt richtig erraten. Hier. Also momentan, das heißt jetzt hier Anfang, oder Ende November, Anfang Dezember, laut hier Whisky, was ist es? Idealo kriege ich hier bei, das gibt es nur einmal die Flasche für 65 € und dazu kommt ein bisschen Versand oben drauf. Das heißt 70,39 € hier für mein Uncle. Das war ein freudisches Versprechen der Jack Daniels. Hier bin ich tatsächlich beinahe 10 € teurer. Und da ist noch kein Versand dabei. 78,90 €. Ja, 12 Jahre. Ja, mehr Alkohol. Ja, dunkler. Leicht. Dickel Juice. Jack Daniels. Single Barrel. Barrel Strength. Würde ich behaupten, blind meistens rausfischen zu können. Würde ich behaupten, meistens blind rausfischen zu können. Also Fred Flintstones Vitamine hier. So, wir probieren, wir riechen, wir bewerten und wir geben eine Empfehlung.
151 Flaschen. Ich habe nur eine davon gekauft. Ist denn jetzt hier Ende November auf dem Markt erst überhaupt erschienen? Also Holz, Orangen, Zeste, Orangenschale, kleines bisschen Zimt, ein kleines bisschen Süßholz, viel Alkohol, bisschen Ethanol, ein bisschen Klebstoff. Ach, ich hasse dieses Wort sagen zu dürfen. Also, hier. Dunkler, schwerer Leder, was ich hier gar nicht habe. Leder, Tabak. Insgesamt finde ich der Single Barrel besser von Jack Daniels an der Nase. Erster Eindruck. So, nippen wir. Neue amerikanische Eichenfass, Lincoln County Process, das heißt, bevor es in Fass reinkam, ging es durch die Zuckerahornkohle einmal durchgefiltert. Joa. Viel Süße, ein bisschen Ahornsirup, aber eine schöne, intensive Moment hier. Leichte Tabaknoten dazu. Toffee. Schön. Habe ich Whiskey Base Nummer gesagt? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. 2, 4, 2, 8, 7, 3. So, bisher keine einzige Abstimmung denn da. Wie viele Shops haben den hier? Wir haben Brühler Whiskey House, The Whiskey Cask, Whiskey Maniac, Dein Whiskey, wo ich meine Flasche hergekauft habe. Selections of Spirits. Und der Whisky Hort. Alle haben 78,90 € bis auf Whisky Hort. Die haben 79,90 €. Oh no, 1 € mehr. Und auch Whisky Exclusive in den Niederlanden hat die Flasche auch für 82,95 €. Nicht schlecht, dass wir gleich 6 verschiedene Shops haben, die 51 Flaschen nur hatten. Davon, joa. Es ist ein 3 plus. Vielleicht hat er einen guten Tag, ein, zwei, minus, minus, 3 plus, plus.3 plus, plus. Bisschen hier diese. Ich habe Baumharz wieder. Das geht in eine Richtung, wo ich nicht unbedingt wow sage, wo ich sage, gut. Ja, ich und Dickel Juice ist sowieso nicht das, was ich gerne habe. Ich weiß, es gibt viele Leute in Deutschland, also es gibt einige Leute in Deutschland, die schon unabhängig abgefüllte Bourbons oder amerikanische Whiskys hatten, schon vor 20 Jahren, vor 10 Jahren, vor 5 Jahren. Und das war meistens entweder MGP. Oder es war Dickel. Warum? Dickel ist Diageo. Diageo hat gestreut und hat immer wieder Fässer auf den Markt geschmissen. Alle anderen, ob das Heaven Hill ist oder Maker's Mark oder Jim Beam oder sonst was, tut das nicht. Jack Daniels, du hast noch nie ein unabhängig abgefülltes Jack Daniels Fass jemals gesehen. Denn die haben niemals bisher eine solche Fass verkauft. So, du hast eine abgefüllte, unabhängig Jack Daniels vielleicht gefunden, ein Private Cask, was sie da machen, aber nie eine No-Name, nie eine Secret Distillery. Diese Secret Distilleries kamen jetzt erst in den letzten 10 Jahren auf, Bardstown Bourbon Company, 8 Jahre alt, glaube ich, 7 vielleicht nur noch. Green River, OZ Tyler fing damit an. Tennessee Distilling Company, TDC, dann dort fing damit an, auch für 8 Jahren. Nicht, dass es hier in diese Richtung, aber kam aus Tennessee. Und das sind so diese Auftragsbrennereien. Die haben immer wie MGB, haben immer wieder Sachen für anderen produziert. Und hier, Dickel hat das einfach mal Fässer auf den Markt geworfen.
war Diageo erst meine Sicht wahrscheinlich gesagt hat, hey, unsere Bilanz sieht nicht cool aus für diesen Quartal. Wir haben denn da 1000 Fässern herumliegen, mit denen wir nicht wissen, was wir tun sollten. Auf den Markt damit, schnell, bevor wir das abfüllen, bevor wir das dann irgendwie der ganze schwierigen Weg machen, bis es Vertrieb, bis Produkt gibt es genug in den Läden da vom Dickel, dann werden wir einfach unsere Fässern dann loswerden. Und das kann auch mit Jane Austen, wie heißt sie denn da? Nicht Jane Austen, mit Miss Austen. Ha. Ja, das war peinlich. Nicole Austen. Also, sie ist denn hier tatsächlich unser Master Distiller, General Manager dort bei Dickel in Tullahoma, denn dort Tennessee. Wenn man da hinfährt, ich war letztes Jahr denn da, mitten in Niemandsland. Also, du fährst da diese Country Road. Ich kam vom Jack Daniels, wollte unbedingt hinfahren, habe das dann angeschaut. Es war ein Sonntagnachmittag. Natürlich, nur der Wache war dann da. Wir haben ein bisschen miteinander geschnackt. Und man kann den Giftshop sehen auf der einen Seite der Straße, auf der anderen Seite der Straße ist eine Fabrik, muss man ehrlich gesagt einfach so sagen, denn da, man kann einfach mal das dann so erleben, denn da. Wenn ich überlege, den kriege ich 10 Euro günstiger als hier, greife ich immer dazu. Wow. Ach, yummy. Häufig unsere Gewinner hier im Blind Tastings bei den Verstärken der Jack Daniels Barrel Proof Single Barrel. Yummy, yummy. Nur ein bisschen Wasser da rein und dann gibt es die finale Bewertung hier. Bin ich, der Preis ist okay. 3. Also alles um die 80 Euro für Einzelfass in Verstärker und Bourbon, top. Also kommt dazu Dickel und kommt dazu 12 Jahre. Eigentlich musste ich einen fast ein 3 Plus geben. Natürlich hätte ich gerne so eine Flasche für 65 Euro. Also ich könnte mal hier schauen. Also ich glaube nicht, dass es viele Tullahomas gibt hier. So, das letzte Tullahoma wurde 2017 abgefüllt. Das war eine 6 Jahre alte Whisky. Und hat ursprünglich um die 70 Euro gekostet. So, wir haben hier von Tullahoma aus dem Jahr 2016. Das war eine 5 Jahre alte Whisky. 75 Euro. So, hier aus dem Jahr 2000. Hier ist auch eine 5 Jahre alte, hat 65 Euro gekostet. Also, das wurde schon hier 2016 abgefüllt. Also, der Preis ist heiß, muss ich schon sagen. Also, ich gebe ein 3 Plus für den Preis. Ich gebe ein 3 Plus für den Geschmack. Ich mache nochmal mit Wasser hier. Ehrlich gesagt schmeckt er mir viel, viel besser mit Wasser. Also verdünn den ungefähr auf 48 bis 50%. Hast du viel mehr Karamell, hast du viel, viel diesen Toffee-Moment. Hast du echt, da ist dieser Aceton-Moment, diese Klebstoff gänzlich weg, finde ich, im Geschmack oder in der Nase. Eine schöne, schöne Abfüllung dann da dafür. Also mit Wasser 2 minus, mit ohne Wasser 3 plus plus. Ob das eine einmalige Geschichte ist hier mit dem Label oder ob das alle betrafen, ist echt ein bisschen schade. Wenn ich 80 Euro ausgebe für eine Einzelfassabfüllung, möchte ich nicht, dass der Label zur Hälfte schon runtergepult wurde, aber das bin ich. So, meine Frage des Tages ist relativ easy. Für mich, welche Whisky aus Tennessee findet ihr am besten? Ist das zum Beispiel ein Anconeris? Ist das ein Dickel? Ist das hier ein Jack Daniels? Ist das ein Corsair? Ist das dann so irgendetwas anderes, was du gerne aus Tennessee gerne so nimmst? Einen Moment mal. Ja, ich habe gerade geschaut bei whiskey.de, was es da aus Tennessee gibt. George Dickel, 11 Jahre alt, 50%, 128 Euro. Ich habe gänzlich vergessen hier, but Elvis, the King, Elvis Whisky war auch hier von Tennessee. Sonst ist nur Jack Daniels.
Ein George Dickel hier, ein Hansel, like 9 Jahre alt mit 51,5 für 98 Euro. Ach, also das Zeug ist teuer hier. Überhaupt, sage ich mal, da ist nicht so viel. Das sind 20 Artikel hier aus den Tennessee. Nicht wirklich, wirklich hier etwas, was mich begeistert und sagt, muss ich haben. Weder der Dickel 8, noch der Dickel 10, noch der Dickel Handcrafted 8 Jahre alt. Also, jo. Was ist dein Lieblingswhisky aus Tennessee? Das ist für mich der Jack Daniel's Single Barrel Barrel Proof. Alles, alles Gute euch. Bis dahin, Whisky Jason. Flaschenteilung unten in der Liste bei WhatsApp. Die Flasche wurde gänzlich da verteilt. Die habe ich auf meine normale Sample-Liste, der irgendwann mal wieder aktualisiert wurde. Schaut mal rein, meldet euch bei mir, whiskeyjason@gmail.com. Bye bye.